So, hallihallo, herzlich willkommen zurück bei God of War. In der letzten Folge haben wir ja Antvaris Seele im Ring geschenkt gekriegt, nach ein paar harten Kämpfen. Und wir fangen diese Folge mal mit ein bisschen Ausrüstung an, aber... Ja, dann nächstes Mal. Genau, ich wollte es erstmal andersrum probieren. Warte mal, das habe ich mir nämlich noch am Ende der letzten Folge überlegt. Und zwar würde ich gerne... Ach, hier geht ja nichts. Faustschild der Schmiede, das ist eigentlich auch wurscht, was wir da nehmen. Und beim Bogen ist es auch wurscht, aber bei der Rüstung nicht. So, Brustrüstung ist schon die beste, die wir anhaben. Auch die beste. Auch die beste. Aegis Schutz ist auch das Beste. Okay, huch, geht mein Handy. So, das heißt, wir können alles, was wir anhaben, verbessern. Das ist mein Wort. Ne, nicht herstellen, verbessern bitte. Leviathan-Axt geht nicht. Klauenbogen geht nicht. Brustrüstung. Ich weiß, da ist... Doch, Brustrüstung geht. Guck mal. Nee. Mm-mm. Nicht die, die wir anhaben, ne? Die haben wir ja gar nicht an. Was haben... Was haben wir denn für eine Armrüstung? Ich raff das nicht. Warum sieht man das nicht? Armrüstung. Runenzwergen-Panzerhandschuhe. Guck mal, hier können wir noch was reinklatschen. Hab ich ja nicht gesehen. Antvaris Seele. Das ist doch gut. Zack. So. Hammer, das. Hä? Was habe ich denn hier? Wieso habe ich denn hier nichts drin? Raff ich nicht. So, was ist denn da los mit meinem Handy? Naja, egal. Brustrüstung. Hier haben wir auch noch was frei. Was hat mich denn da geritten? Ja, natürlich nehmen wir da das. Und die Axt können wir, glaube ich, auch noch was Besseres packen. Waffen. Na, das würde ich gerne so lassen. Besseren Griff haben wir nicht. Okay. Ich raff trotzdem noch nicht, warum ich hier nichts verbessern kann. Was kann ich denn hier herstellen? Türs verlorener Gürtel der Eintracht. Ist natürlich schlechter als das, was wir haben. Verbessern, Talisman. Nicht genug Ressourcen. Ja, okay. Guck mal, da zeigt er mir an, was ich anhabe. Hier aber nicht. Ach, weil die vielleicht schon als meistens verbessert ist, ne? Den Kriegsgürtel können wir verbessern. Jetzt nochmal? Nein, ist schon grau. Buh, aber immerhin etwas. Axtknauf geht unit. Okay. Kaufen will ich nicht, verkaufen. Zauber. Die ganzen Grünen hier, komm. So, alles was Grünes verkaufen war, das behalten wir natürlich. Verlorene Gegenstände haben wir nicht. Viel Glück. Dankeschön. So, jetzt sind wir ein bisschen besser. Und wir müssen jetzt Ziele. Beweisen Sie Ihren Mut. Walküre, nein, haben wir gesagt, machen wir nicht. Die Welten freischalten, machen wir jetzt auch erstmal nicht. Nur ein ganz bestimmter Meißel kann die Weltenrune meißeln. Zu Türs Gruft gehen, das werden wir tun. 502 Meter. Ich glaube, da können wir zu Fuß hin, beziehungsweise müssen nicht den Express benutzen. So. So bitte. Na, wir sehen schon ganz schnieke aus. Das hat euch ja auch gefallen. Schnieke geht die Welt zugrunde. Geh da rüber.
Und Le Boot, da sind wir natürlich mal wieder am See der Neuen, wie so oft. Eigentlich hätten die das auch gar nicht God of War nennen müssen, sondern einfach nur See der Neuen. Oder Abenteuer am See der Neuen. Wo muss ich lang? Da. Was sollte ich so viel Scheiße reden hier? So. Fahr. Dreh doch. Ich rede aber trotzdem so viel Scheiße. Ich hab kurz drüber nachgedacht und beschlossen, ich mach's trotzdem. Kommst du nicht drumrum? Okay. Apropos drumrum, wie komm ich denn hier drumrum? So, einfach, okay. Ach, schlimm, wenn man dann wieder so ein bisschen raus ist, dann erstmal wieder reinfinden und so. Obwohl das ja jetzt schon die zweite Folge nach dem Raussein ist, ist man trotzdem noch nicht wieder drin. Aber naja. Okay, gibst du bitte ein bisschen Gas, Kratos. Ja, See der Neuen. Hey, lange nicht... Etwas im Wasser. Lange nicht gesehen. Wir müssen in die Mitte, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Halt, aber nicht ohne den Loot. Flansch. In die Mitte war richtig. Ah, guck mal. Ich sehe da was. Das können wir öffnen. Es könnte aber auch eine Valkyrie hinter sein, ne? Bruder, der Meister. Wie viel? Tada! Okay, ich hoffe nicht. Wow, ich kann nicht glauben, dass wir Tyrs Gruft betreten. Oh. Wir sind richtig. Tyrs Brücke, innen. Das ist Tyr, aber das mittlere Bild fehlt. Moment, ich dachte, Tyr war ein Gott, kein Riese. Das stimmt, doch er wurde von allen geliebt, auch von den Riesen. Außer mir war er der Einzige, dem sie ihre besondere Gabe des Sehens schenken. Hey, ob die Riesen wohl auch von mir irgendwo ein Triptychon haben? Hm. Könnte ja sein, ne? Was haben wir hier noch? Runen, die wir aber nicht... Siehst du selbst mal an. Ich zeige dir, wie man das liest. Das ist nicht notwendig. Du hast mich so viel gelehrt. Lass mich dir auch etwas beibringen. Oh, das ist sehr nett. Das ist sehr nett. Ich glaube, da geht's raus, auf die andere Seite der Brücke. Dann, Atreus, gerne bring uns was bei. Was, wenn du ohne mich eine benutzen musst? Es ist nicht schwer. Okay, zeig mal. Atreus. Komm, du sprichst es schon. Dann ist das Lesen nicht so schwer. Ich kann lesen, Junge. Nur nicht diese Sprache. Das lernst du schnell. Also, die Runen stehen für ganz viele verschiedene Dinge. Für Götter, für Tiere und... Halt. Manch... Oh, war das zu schnell? Tut mir leid. Nein, nein. Oh. Riechst du etwas? Ich weiß nicht. Ja, tue ich. Riecht nach... Regen? Oh. Alles habt ihr ruiniert. Ich hab den Scheißhammer verdient. Aber jetzt wird jeder glauben, dass ich ihn nur hab, weil Magni weg ist. Sie lachen mich aus. Aber wenn ich dich töte, wird niemand über mich lachen. Nein! Oh, bist du dumm? Hast du das von deinem Vater oder eher deiner Mutter? Ist sie dumm und hässlich? Sei still! Ja! Oh, das stimmt. Aber dich werde ich kennenlernen. Gut sogar. Du wirst jetzt mein neuer Bruder. Aber zuerst töte ich noch deinen Vater. Ups. Hab ihn kaputt gemacht. Nein.
Bleib weg! Nein! Wir sehen uns wieder! Oh, Atreus. Bruder, der Junge! Freya, Freya, Freya. Du musst ihn schnell zu Freya bringen. Ja. Nur sie kann helfen. Sag ich doch. Okay, komm, schnell. Freya, Freya, Freya. Ich hab's gesagt. Wir hätten schon vorher zu ihr gemusst. Aber was war das denn? Was hat Atreus denn da für eine Kraft freigesetzt? Kratos, ernsthaft? Weißt du, der kann tonnenschwere Steine bewegen. Aber seinen Jungen schleppt er hier so im Gänsemarsch. Was soll das denn jetzt? Nimm das Boot. Zu Freya ist es nicht weit. Ja. Marisch. Ich muss das Mikro mal ein bisschen drehen, so. Flatsch. So, sag mir die Richtung. Die Richtung... Was zum Teufel ist denn da hinten los? Was... Ist da jemand erzürnt? Odins Auge ruht auf dir. Vor allem, seit du angefangen hast, seine Sippe auszuwischen. Freyas Wald ist ein blinder Fleck. Das ist unser schlauester Zug. Und wenn ihn jemand heilen kann, dann ist sie es. Was geschieht mit ihm? Ich habe bei Sterben gesehen, dass sich ein seelischer Konflikt in einer Krankheit des Körpers manifestiert. Nie bei einem Gott, aber... Gott, der denkt, er sei sterben. Das muss wesentlich schlimmer sein. Wir sind fast da. Hat er gerade gesagt, Atreus ist ein Gott? Hat er, oder? Erstmal egal, wir müssen Atreus jetzt schnell zu Freya bringen. So, ihn wieder zack hinten dran getackert. Komm, Kratos, gib Gas. Gibt's doch nicht. Jemand hat gerade die Schlange gerufen. Mann, das ist nicht gut. Das ist spannend. Okay, schnell, schnell, schnell. Wir müssen Freyas Hütte erreichen. Das Fieber wird schlimmer. Er zittert. Es ist ernst. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich würde mich gerne beeilen, echt. Aber wie schon gesagt, Kratos ist da ein bisschen langsam. Komischerweise. Muss er rennen können. Freya! Öffne die Tür! Du musst uns helfen! Weib, hörst du mich? Es ist dringend! Ich bin eine Göttin, verschwinde! Der Junge ist sehr krank! Freya! Er ist krank. Komm rein. Das ist keine gewöhnliche Krankheit. Sein wahres Wesen, dein wahres Wesen kämpft in ihm. Ich bin daran schuld. Hilfst du mir? Natürlich.
Bring mir eine sehr seltene Zauberzutat aus Helheim, der Wächter der Brücke der Verdammten. Ich brauche sein Herz. Hel. Das Reich der Toten, kennst du es? Nicht dieses. Es ist ein Land von grausamer Kälte. Kein Feuer brennt dort und keine Magie aller neuen Welten könnte eins entzünden. Und die Toten? Deine Frostaxt ist machtlos. Du musst was anderes finden. Dann muss ich nach Hause. Zu etwas, das ich mit Schwur begraben hatte. Wer du zuvor warst, ist egal. Der Junge lebt im Jetzt. Er ist dein Sohn. Und er braucht seinen Vater. Diese Rune öffnet die Brücke nach Helheim. Wenn du dort bist, darfst du die Brücke der Verdammten auf keinen Fall überqueren. Es gibt keinen Weg zurück. Verstanden? Junge. Heimir, beeil dich. Durch meinen Garten führt ein Pfad zu meinem Boot. Nimm es. Kehre heim, bleib stark. Tu alles, was nötig ist. Nur bring mir das Herz des Brückenwächters, um deinen Sohn zu retten. Jetzt. Okay. Freya. Beim letzten Gespräch war ich... Nein. Du hast recht, einem Gott zu misstrauen. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir, nicht deswegen. Ich gebe auf ihn Acht. Der Schwur einer Mutter. Die Krankheit. Mit Freyas Boot nach Hause zurückkehren. Und darf ich mal kurz einwerfen, wie geil die Musik einfach ist. Boah, wenn einem die Musik schon Gänsehaut auf die Arme zaubert. Geil. Okay, unser Auftrag ist nach Hause gehen. Waffen zu holen, die wir längst vergraben haben. Und ich kann mir denken, was das sein wird. Mein Boot liegt den Weg runter. Ja. Ausgerechnet, hey. Die Zeit ist gegen uns. Geht's dir gut, Bruder? Ich werde tun, was nötig ist. Lass mich in Ruhe. Wie du wünschst. Okay, ich guck grad, wir haben ja hier noch einen Schatz vergraben irgendwo, ne? Aber keine Ahnung wo. Oh, ein schickes Bötchen. Also, ich kann mir schon denken, was das für Waffen sind. Oh, oh. Und dann müssen wir nach Helheim ins Reich der Toten, den Brückenwächter besiegen, sein Herz nehmen, aber dabei nicht die Brücke überqueren, weil es dann kein Zurück mehr gibt. Athene war das. Oh, ich kann wieder was machen. Aber nicht steuern. Das Boot fährt echt von alleine. Oh, es ist laut. Ja,
Der zeigt uns anscheinend den Weg. Wir sind jetzt wieder im Sichtfeld, ne? Von, wer war das? Odin? Es wird ja eben gesagt, der Wald ist ein blinder Fleck, aber jetzt müssen wir wieder im Sichtfeld sein. Das ist, glaube ich, schwer im Sicke. Läuft da jemand? Da läuft doch jemand. Wer läuft denn da? Oh oh. Ach ja, unten Helheim ist unsere Axt. Nichts, ja, nichts ausrichtend, sagen wir mal so. Deswegen müssen wir uns jetzt die neuen Waffen holen. Oh weia. Hier war doch gerade jemand. Aber wer oder was da war, das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren, denn der Timer ist rum und deswegen werde ich die Folge jetzt hier beenden. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Ich freue mich immer sehr darüber und sag nur kurz und bündig, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.